Hallo Motorradfreunde. Die Road Classic von Michelin für die Conti sind noch nicht da. Die BS-Auspuffanlage für die Interceptor ist auch noch nicht da. Ein Tag ohne Schrauben ist ein verlorener Tag, also schauen wir mal in die Garage. Ja, und siehe da, da habe ich doch noch von meiner ersten Interceptor einen Satz Louis-Tüten, die Koenig Short nennen die sich. Und da dachte ich mir, schauen wir doch mal, ob wir die hier an die Meteor adaptieren können. Ihr habt gesehen, die war verchromt, schwarz gemacht ist sie gleich, passt auch ganz gut hin an die Meteor. Optisch, denke ich, schaut es auch ganz gefällig aus, ist ca. 20 cm kürzer als das Original-Ofenrohr. Und vom Sound her, ja, sie ist minimalst lauter als der Originale. Ich muss noch dazu sagen, das Teil hat natürlich keinen TÜV. Ich habe das heute auch nur mal aus Spaß an der Freude gemacht. Ich werde natürlich den originalen Endschalldämpfer wieder dran machen, ganz klar. Die haben also wie gesagt keinen TÜV, obwohl sie nicht recht viel lauter sind als die originalen. Das ist natürlich illegal. So, dann machen wir natürlich auch einmal eine Probefahrt, mal schauen, ob das Leistung bringt oder vielleicht sogar Leistung kostet. Ja, wie gesagt, vom Sound her ist minimalst lauter als die Originale. Von der Leistung, ganz ehrlich, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Vielleicht etwas weniger im oberen Drehzahlbereich, also obere Drehzahlbereich bei der Meteor heißt ab ca. 5000. Aber das ist natürlich ein Drehzahlbereich, in dem man das Fahrzeug normalerweise eh nicht bewegt. Ich habe das heute auch einmal nur gemacht, um zu sehen, wie sich die Auspuffanlage eben leistungstechnisch verhält. Also im Großen und Ganzen leistungstechnisch annähernd wie original. Vom Sound her, das kommt natürlich beim Fahren ein bisschen dumpfer, ein bisschen tiefer, das Brabbeln raus. Also das hört sich richtig gut an. So, und jetzt rattelt natürlich auch gleich der Fußraster. Das ist natürlich beim Jogger auch immer so eine Sache. Aber ja. Ja, ich denke mal, der Versuch war es wert. Wie gesagt, ich werde auch wieder jetzt den Originaldämpfer hinmachen. Mir war es heute einfach langweilig. Irgendwas schrauben muss man halt. Und da dachte ich mir, probieren wir das einmal. Optisch, denke ich, kommt er ganz gut. Also optisch gefällt er mir fast besser wie der Originale. Vor allem eben, weil er ein bisschen kürzer ist. Das passt also optisch mit nur Solo-Sitz, denke ich mal, besser als der Originalauspuff. Aber wie gesagt, man möchte ja legal unterwegs sein. Ne, die Rennleitungen, die sind ja mittlerweile so fix, die sind ja mittlerweile, wissen die ja alles. Da möchte man natürlich kein Risiko eingehen. Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.